rennt der auf uns los. Ach du Scheiße. Oh nein! Nein, 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 nein. Scheiß Blechbüchse. Und laufen, 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 laufen. Okay, nachladen ist hier echt beschissen. Die sind so schnell da. Okay, vom Feuer lassen diese Rannebein drücken. Ist ja auch logisch, wenn man so eine Blechkiste ist. Dafür sollten aber Granaten helfen. Okay, dann kommt jetzt auch was aus dem Kopf. Dann raus mit der TMP. Keiner da. Two to go. Und vorbei. Bist zu langsam, mein Freund. Ein bisschen schneller müsste schon sein. Wo ist er hin? Ah, da ist er. Oh, einer alleine ist dann immer so. Nein, du kannst. Und auch der geht da. Und drei neue kommen. Oh Mann. Vielleicht mal eine kleine Runde laufen, zu sehen, wo die alle sind. So, dann haben wir sie alle auf dem Haufen, das passt. Oh, der hat mir jetzt was getroffen. Nein, ihr sollt nicht so mutig sein immer. Da kommt nie was Gutes dabei raus, wenn ich mal mutig bin. Okay, bei denen kommt es auch schon raus. Die sind aber schneller. Die sind nicht so lahmärschig wie davor. Lauf! Wow! Nein! Ah, Mann! So, jetzt bekommst du eine fette Ladung da. Oder fressen. So. Was würde ich ohne den TMP machen? Oder besser gesagt, 7. Nein, no! Nein! Scheiße! Gerade wo ich so knapp davor war, den zu töten, leiste mir den Schädel einfach ab. Das war not nice. Das war überhaupt nicht nice. Auf ein neues. Ja, ich weiß, dass ich ausweichen muss. Das ist schon gut. Ich weiß auch, dass ich ausweichen muss. Ich mach's aber nicht. Weil ich mich verdrückt habe. So, TMP gleich raus. Scheint die effektivste Waffe zu sein gegen diese Penner. Obwohl Shotgun vielleicht alle zu übel sein sollte. Aber egal.
So, auf ein neues, mein Ritter. Nachladen geht mal schon unter, gesagt. Und lauf. Oh, jetzt haben sie gleich gewicht. Ich glaube, die Shotgun. Nein! Ist doch effektiver. Schnell heilen, schnell heilen. Ja, komm her. So, ganz wunderbar. Weiter geht's mit Runde 2. Vielleicht kann er die Brandhunde doch irgendwas. Vielleicht merkt man es einfach noch nicht. Okay, grünes Kraut wäre auch nicht übel, wenn wir das mitnehmen würden. Noch die Muni. Okay, komm her da. Nein, du triffst mich. Und weiter. Und noch zwei bleiben. Okay, die Schrotflinte ist wirklich besser für die. Hätte ich auch vielleicht davor verwenden sollen. Aber ist ja nicht so wild. Jetzt haben wir es ja geschafft. Und wieder zurück zur Pistole. Na, ich hab gedacht, hier ist eine Tür, aber nein. Sah aber schon ein bisschen nach einer Tür aus. Wir sind überall Schätze. Und ein paar Arschlöcher natürlich auch noch dazu, wenn wir uns alle schon blenden. Und nochmal blenden. Dann mit der Shotgun bearbeiten. Und einer ist noch geblieben. Und den werden wir mit der Pistole erledigen. Ach, nur einen Schuss hat er gebracht. Das haben wir eh die Liebsten, was gleich mal da angehen. Aussicht. Ja, man sieht ein bisschen Wald und ein bisschen nichts. Sehr schön. Okay, und da muss ich jetzt wahrscheinlich diese zwei Dinger da einsetzen.
Königin und des Königs. Und siehe da, die Tür geht auf. Welch ein Wunder. Die Ashley ist ein bisschen verwundert. Die weiß nicht, ob ich sie heilen sollte. Ja, geben wir sie mal. Passt schon. Ich kann noch verzichten drauf. Hier sieht so aus, als ob jederzeit so ein Hund reinjumpen könnte. Wie im ersten Teil. Das ist einer der schockhaftesten Momente war, überhaupt im ganzen Spiel, wo man da schön entlang geht und man hört nichts und denkt sich nichts, auf einmal jumpen da Hunde rein. Vor allem müsst ihr auch denken, bei einem Alter, da war ich ja, wo ich das gespielt habe, da war ich, scheiße, was ist denn das? 10 Jahre alt? Scheiße, was ist das? Ist das böse? Ja, das ist böse. Ah, ist die Ashley auf und davon. Ah, die kennen wir doch. Und was haben wir gelernt? Schrotflinte ist eine gute bei denen. Und ich gelernt meine Sprache bei Yoda. So, komm. Oh, das sind fliegende Dinger und am Boden. Doppelt lästig. Doppelt lästig, scheiße. Treten. Oh. So, das letzte habe ich verwenden müssen. Now up. Okay, wie es aussieht, muss ich jetzt da drauf schießen, dass der da runter geht. Wo ist es? Da. Das erste haben wir und das zweite auch. Oh Mann, lass mal Ruhe. Jetzt bin du wieder, du Drecksvieh. Oh, das ist zum Heilen. Das brauchen wir dringend. Wieder auf uns weg. Jetzt wir mal den Arsch lecken. Kämpft doch nicht mit euch, wenn ihr nicht muss. Das sind schon lästig, die Viecher. Die fliegen sogar noch. Ah, hier kann man schon speichern. Gut, dann schauen wir noch schnell beim Händler um. Welcome! Nein, da bin ich mich verdrückt. Ja, ich bin ja wieder da, komm. What are you selling? Schau mal, was wir zu verkaufen haben. Ja, den Illuminatus. Thank you. Is that all? Hallo, das Auge. Bekommst du auch, mein Freund. Und 5 Spinnerles. Und noch 6 weitere Spinnerles. Thank you. What are you buying? Und zum Kaufen habe ich nichts. Ein Minenwerfer. Nice. Brauchen wir den Minenwerfer? Is that all? Ich würde sagen, nee, oder? Ja, doch, vielleicht für den einen Boss da. Ich bin mir nicht sicher. Es kommt ja noch so ein netter Boss. Aber ich will ja nicht zu viel verraten. Is that all? Is that all strength? Also meine Waffe da ein bisschen getuned. Kapazität ist mir ziemlich egal. So, hier vielleicht noch die Feuerkraft ein bisschen. Is that all, Stranger? Nee, lohnt sich doch eigentlich eh nicht da. Nee, lass mal so, wie es ist. Vielleicht kaufe ich mir nachher noch eine andere Waffe.
Und hier wird dann gespeichert und im nächsten Part geht es ja dann wie gewohnt nach dem Speichern wieder weiter. Also, wir sehen uns. Bis dann.